Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Wir sind ja vor 20 Minuten ungefähr aufgestanden. Lila ist schon fertig angezogen. Ich will mich jetzt gleich mal eben ein bisschen schminken. Habe mich gerade eingecremt, deswegen glänze ich gerade auch irgendwie so. Und ja, Mila spielt hier schon ein bisschen mit ihrem Duplo. Die sucht aber eigentlich ihren Hörer für dieses Telefon, für dieses Lego-Duplo-Telefon. Darf ich mal eben zeigen? Ja. Also dieses Telefon, damit habe ich ja schon als Kind gespielt. Das ist ja noch aus meiner Kindheit. Und da suchen wir jetzt gerade noch den Hörer. Na? Hörer. Ansonsten hast du auch noch dieses kleine Telefon hier. Nein. Dieses kleine Lego-Duplo-Telefon. Damit nicht telefonieren? Nein. Na gut. Den Hörer, ja. Wo kann der Hörer sein? Hier ist er auf jeden Fall nicht drin. Da muss er ja hier irgendwo drunter sein. Müssen wir mal suchen. Welche Farbe hat der Hörer denn? Gelb. Gelb, gut. Dann wissen wir ja schon mal, wonach wir schauen müssen. Gefunden. Bitteschön. Hast du? Ja. Mila hat dieses süße kurzärmelige Kleidchen an, was ich euch letztens gezeigt hatte, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Und so mit Langarmshirt und Leggings, finde ich, kann man das echt gut tragen. Und es passt richtig gut, weil ich wusste nämlich nicht, welche Größe das hat. Tschüssi! Tschüss! Mit wem telefonierst du denn jetzt? Mit wem? Oh, mit Oma. Mit Oma? Okay. Ja, ich komme. Ja, ja. Das ist Emmet. Ich wollte mich jetzt mal eben schnell schminken, bevor wir los müssen. Mila wollte mir gern Gesellschaft leisten. Und ja, oh, wir haben schon kurz vor 8. Ich muss mich beeilen, ich will aber auch nur eben schnell so Make-up, Concealer, bisschen die Augenbrauen und dann haben wir's. Und ja, Mila ist mit ihrem Telefon beschäftigt. Fertig bin ich und Mila ist jetzt gerade schon zu Julian gegangen. Jetzt sagen wir nämlich eben dem Papa Tschüss und dann bringe ich Mila zur Kita. Dampf, Dampf. Los geht's. Ich war jetzt gerade mit Bruno, will jetzt gleich mit Julian frühstücken, der hat nämlich Spätschicht, aber vorher gehe ich noch in unseren Vorgarten und werde da so ein paar Sträucher abknipsen, ne, für die Vase. Ich habe das eben gesehen und dachte, das würde sich in der Vase doch ganz gut machen. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Und ja, deswegen habe ich mir hier meine Gartenschere geholt und werde mich jetzt im Vorgarten bedienen. Ich bin wieder rein. Ich muss mal gucken, ob das für zwei Vasen reicht. Aber sieht das nicht mega schön aus? Also ich finde es total schön. Ich muss mal gucken, wie lange sich das so in der Vase hält. Ich habe absolut keinen Plan. Hier ist gerade noch so ein sehr langer Ast. Das muss ich gleich noch mal ein bisschen kürzen. Ja, ansonsten werde ich das jetzt mal auf eine bzw. zwei Vasen verteilen. Und so sieht das Ganze jetzt in der Vase aus. Also ich habe jetzt eigentlich fast alles in die große Vase hier gemacht. Ich wollte nämlich noch für eine kleine Vase hier was haben, aber da kann ich mich ja nachher noch mal im Vorgarten bedienen. Aber ja, ich finde das richtig schön, so richtig passend zum Frühling. Jetzt hier schon für Ostern ein bisschen Deko stehen. Ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Also ich bin echt gespannt, wie lange das hält. Ich hoffe zumindest so eine Woche, aber wir werden sehen. So, und jetzt wird hier erstmal gefrühstückt. Julian und ich haben jetzt gerade noch ein paar Erledigungen gemacht. Wir mussten gerade auch noch was für die Steuererklärung raussuchen. Jetzt mache ich nochmal eine zweite Maschine Wäsche. Trockner läuft auch schon. Und wir haben es jetzt 11:45. Also ein bisschen Zeit habe ich noch. Dann hole ich Mila heute pünktlich ab. Und dann treffen wir uns nachher mit Nadine und Emilia. Und wahrscheinlich fahren wir zum Schuhpark hier in Bremen. Nadine wollte nämlich für Emilia, glaube ich, nach Schuhen gucken. Für Mila brauche ich so eigentlich nichts. Eventuell muss ich nochmal nach Gummistiefeln gucken. Ich hatte jetzt welche bei Best Secret schon bestellt, aber meistens haben wir ja immer Sachen in doppelter Ausführung für die Kita. Weil sonst vergisst man das manchmal mit nach Hause zu nehmen und dann hat man zu Hause nichts. Also gerade was so Regensachen angeht, dann super ärgerlich. Und deswegen ja, gucke ich eventuell nochmal nach Gummistiefeln, aber ja, ansonsten brauche ich nichts. Und mal gucken,
was das Wetter heute so sagt, ob man dann noch mal nach draußen kann. Aber es ist momentan so durchwachsen, also ständig Sonne, Regen, Sonne, Regen. Naja, so, jetzt anstellen. Und dann habe ich die Wäsche für heute auch geschafft. Ich drehe jetzt mal eben eine Runde mit Bruno, bevor wir gleich Mila abholen und wir dann zum Schuhpark weiterfahren. Und deswegen gehe ich jetzt schon mal eben mit ihm raus und nicht nachher irgendwie mit Mila zusammen. Und was habe ich dabei? Meine Gartenschere. Ich werde mal gucken, was ich hier noch auf dem Spaziergang draußen finde. Oh, und da hört man wieder den Truthahn. In unserer Nachbarschaft wohnt ja der Truthahn. Ja, deswegen wollte ich mal schauen, was ich hier so finde. Irgendwo ist so ein Baum mit so weißen Blüten. Ich weiß gar nicht, ob das ein Apfelbaum ist. Blütenapfelbaum schon so früh. Ich bin da so unwissend, was so Pflanzen und Blumen angeht. Auf jeden Fall wollte ich da mal schauen, was ich noch für die kleine Vase finde. Der hier ist auch so mega hübsch. Steht nur leider im Vorgarten von jemandem. Von daher müssen wir weiter, Bruno. Komm her. Wir suchen, was wir noch finden können. Den Baum hier meine ich mit den weißen Blüten. Ich habe keinen Plan, was das für ein Baum ist. Ist das ein Apfelbaum? Oh Gott. Vielleicht ein bisschen peinlich, aber davon könnte ich ein paar Zweige mitnehmen. Das sieht doch schön aus. Ich habe jetzt nur 3 Zweige abgeschnitten, aber ich habe gerade schon beim Abschneiden gemerkt, dass die Blüten total schnell ihre Blätter verlieren. Bevor ich gleich zu Hause ankomme und da gar keine Blütenblätter mehr dran sind, nehme ich erstmal nur 3 mit. Ich kann ja sonst nochmal wiederkommen. Kommst du, Bruno? Komm her, wir müssen noch zurück. Komm her. Im Vorgarten habe ich jetzt auch gerade nochmal ein bisschen was abgeschnitten. Riecht das gut, Bruno? Und jetzt werde ich gleich mal gucken, wie ich die beiden Sachen hier in die kleine Vase stelle. Aber ich glaube, das sollte Hilfe. Sollte reichen. Sieht doch mal schön aus. Bruno guckt die Blümchen an. Denn so sieht das Ganze jetzt an der Vase aus. Es waren genau ausreichend viele Zweige. Mehr hätte es gar nicht sein dürfen. Sonst wirkt das Ganze wieder so überladen. Und ich finde die Farbkombi auch wieder super schön. Also hier einmal die Vase und halt da. Richtig Frühling. Aber ich bin gespannt, wie lange die weißen Blüten halten. Weil die sind super empfindlich. Immer wenn man gegenkommt, fällt meistens was ab. Aber ansonsten, ja, finde ich super schön. Ich mache mich jetzt auf den Weg Mila abholen, habe jetzt aber gerade noch mal Trinken und kleine Snacks rausgesucht, die ich noch einstecke, weil Mila oft nach der Kita direkt irgendwie Hunger hat oder auch Durst hat. Und wenn wir jetzt direkt weiterfahren zum Schuhpark, will ich natürlich was dabei haben. Das Trinken habe ich gestern bei Rossmann noch geholt. Das hat sie schon öfter gehabt und trinkt sie eigentlich ganz gern. Ist halt Saft und Wasser und ich finde es halt total praktisch mit der Öffnung hier oben für unterwegs. Also haben wir nicht super oft, aber ab und zu darf das schon mal sein. Dann haben wir hier noch einen Früchteriegel und hier sind noch so Schokokekse drin von der Marke Mogli, glaube ich. Hatte ich mal bei DM mitgenommen. Und ja, die sind, glaube ich, mit Agavendicksaft gesüßt. Sind ein bisschen hart, aber schmecken eigentlich ganz gut. Also Mila schmecken sie in jedem Fall. Und diese super süße Dose war auch im Dreier-Set von DM. Richtig niedlich. So, packe ich jetzt nochmal eben ein und dann geht's los. Was ist mit den Fischen? Lecken. Ja, die Fische, die schwimmen da. Komm her, wir gehen raus. Schuhe anziehen. Schlafen die anderen Kinder noch? So, komm, Schuhe anziehen. Oh, wo sind denn Milas Schuhe? Oh, weg? Nein. Ihr gefunden. Hausschuhe kommen hier wieder drunter. Jacke brauchen wir noch. Was gab's zum Mittag? Hm? Ich will essen. Was gab's zum Mittag? Gab's kein Mittagessen? Das ist ja ein Ding. Dann los, Mila. Komm her. Mila und ich haben jetzt nochmal eben Kuchen gekauft. Wenn wir nämlich im Schuhpark waren, wollen wir bei uns noch eben Kaffee trinken. Und beim Kaffee darf Kuchen nicht fehlen. Deswegen habe ich jetzt noch eben ein bisschen Kuchen gekauft. Und Mila hat wieder ein Plätzchen abgestaubt. Die sind beim Bäcker immer so lieb. Woanders kriegt sie ein Würstchen an der frischen Theke und da kriegt sie immer ein Plätzchen. Schmeckt das gut? Was war das für ein Tier? Pinguin. Ein Pinguinplätzchen war das, ja. Und jetzt fahren wir zum Schuhpark. Nadine, die sind auch unterwegs. Und dann schauen wir mal, ob wir für dich noch Gummistiefel finden, ne, Mila? Mhm. Ja, gut. Los geht's. Wir sind da. Mila ist schon auf dem Weg in den Laden, weil sie weiß, dass da so ein Elefant ist zum drauf reiten. So, wollen wir mal gucken, ob wir was finden. Ja, wir gucken erstmal nach Schuhen, Mila. So, Gummistiefel haben wir gefunden. Also das sind diese aber dann in Gelb. Was machst du? Rutschen? Kommst du da allein auch wieder raus? Na, dann komm mal raus. Jetzt fährst du Eisenbahn.
Ja, komm raus. Ja, dann rutsch auch. Nicht rutschen? Na, ja, dann komm runter. Wollen wir deine anderen Stiefel wieder anziehen? Dann können wir vorne deine Gummistiefel eben bezahlen. Du darfst nicht. Für wen ist der Teller? Für Emilia? Ja, Mami. Okay. Was hier? Das ist Bruno. Das ist Bruno. Du kennst doch die Katzen von zu Hause, ne? Das sind Milas Gummistiefel jetzt. Gelbe Gummistiefel hast du ausgesucht, ne? So. Die, genau. Nadine und Emilia sind jetzt gerade wieder los. Da hatten wir eine interessante Begegnung mit der Nachbarin von gegenüber. Eine gefühlt 100-jährige Dame, die noch Auto fährt. Voll die Furie, also richtig total unfreundlich gerade gewesen. Aber okay, da muss man immer nur nett lächeln und einfach weitergehen. Ja, Mila probiert hier gerade nochmal ihre neuen Gummistiefel an. Die sind auch wieder von Omika. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt hatte. Das sind ihre anderen Gummistiefel, die gefüttert sind, auch von. Aber die sind jetzt nicht gefüttert. Hand. Kommst du rein? So. Bisschen wackelig, genau. Super machst du das. Klasse, die sind so schick. Ich möchte da rausgehen. Welche Farbe haben die Gummistiefel? Gelb. Gelb. Und welche Gummistiefel wolltest du in welcher Farbe? Gelb. Gelb. Und ihre Lieblingsfarbe? Wissen wir jetzt ja seit dem letzten Interview, ist gelb, ne? Logisch. Da auch nochmal vielen, vielen Dank für das ganze Feedback. Mich haben auch so viele Nachrichten bei Instagram erreicht. Ja, fanden ja mega viele von euch total cool. In denen läuft es gut, wa? Wow, da kannst du ja richtig rennen. Mila will ein Pflaster auf ihr Baby kleben. Wo hat die denn Aua? Hier. Am Kopf? Mhm. Oh, hat die sich gestoßen? Mhm. Boden. Ich meine, meine Arme nehmen. Ja, dann tröste die nochmal, ne? Dann geht's dir bestimmt gleich besser. Das ist auch Mama. Ja. Ja, wenn ich hier vorhin. Und ich will jetzt mal eben nach unten in die Küche gehen, hier noch Gläser und Tassen wegbringen, die hier noch stehen. Die Becher von Mila können auch schon mal mit runter. So, kriegen wir das mit, ohne dass was runterfällt? Bestimmt. Runter. Du willst auch mit runter? Na, ja. Dann komm. Was sagst du denn zu den Blümchen, die hier unten stehen? Hier auf dem Tisch und da? 5, 6, 7. 5, 6, 7? Ja. Findest du die schön? Ja. Und 5, 6, 7 findet sie die. Da wisst ihr Bescheid. Und die Blume? Ja, was ist mit der Blume da? Das ist Mamas Hemd. Das kleine Stiefmütterchen, was da im Beet ist, hat sie letztens mit meiner Mama gekauft und mir geschenkt. Das war auch einfach zu süß. Da war sie bei meiner Mama und kam mir mit Laufrad entgegen und in ihrem kleinen Körbchen dieses eingepackte Stiefmütterchen. Richtig niedlich. Sie sich total gefreut, dass sie da für mich ein Blümchen gekauft hat. Deswegen haben wir das letztens zusammen da eingebuddelt und jetzt steht es da im Garten. Ja, was machen wir jetzt? Ranschieben. Ranschieben, okay? Bin ich im Bett. Soll auch gar nicht ins Bett gehen. Was machen wir denn jetzt hier in der Küche? Weiter. Weiter, weiter, weiter. Was machen wir? Abendbrot? Nee, Fräulein. Brot haben wir, Gurke haben wir, Kiri, Kinderstreich haben wir natürlich auch. Wobei der ist schon fast alle, genau. Und dann stechen wir aus dem Brot Sternchen aus. Dann isst Mila das einfach lieber. Ist noch im Kinderstreich was drin? Ist noch was drin? Noch ein bisschen ist noch drin. Müssen wir neu kaufen, ne? So, dann wollen wir mal das Brot eben zusammenschmieren. So sieht Milas fertiger Teller jetzt aus. Ich habe leider keine Oliven mehr für sie, sonst isst sie gefühlt jeden Abend Oliven oder Feta-Käse. Jetzt haben wir nur Gurke, Weintrauben, die zwei Brote. Hier ist einmal Kinderstreich drauf und eben der Kiri, eine Scheibe Wurst. Und was nicht fehlen darf momentan immer abends, ist ihre Milch. Ich esse jetzt gerade nur die Reste von ihren Broten und dann werde ich später noch was essen, weil jetzt habe ich gerade nicht so den großen Appetit. Und von daher, ja, dann kann ich eine Kleinigkeit jetzt mit ihr essen, aber später dann vielleicht noch mehr. Jetzt kann Mila erstmal reinhauen. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Oh mein, ist das denn?
hast du denn da aus der Schublade geholt? Was ist das denn? Ja, was ist da denn? Eine Robbe. Eine Robbe? Nee, weißt du, was das ist, Mila? Ja. Das ist ein Hai. Hai. Genau, ein Hai. Der hat ganz viele scharfe Zähne, aber morgen ist wieder Badetag. Können wir morgen nehmen. Ich habe heute zufälligerweise bei Real diesen neuen Badezusatz, ich glaube auch von Bübchen gesehen. Es gibt ja dieses Katzenbad, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das riecht ja so super. Und da habe ich das gesehen. Das ist scheinbar neu, steht auch dick drauf mit dem Hai. Bin ich mal gespannt, werden wir morgen testen. Durst, 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 Weiße, Weiße, Durst, Weiße. Setz dich in die Lade. Mal gucken, da mein Baby solche Setz. Mila und ich werden jetzt noch ein bisschen zusammen spielen, beziehungsweise spielt sie gerade ganz schön alleine. Ich weiß gar nicht, ob ich da mitspielen soll oder ob Mila eher alleine spielen möchte. Und gleich wird sich noch umgezogen, Zähne geputzt, Bücher gelesen, so unsere Abendroutine halt. Kann sie vielleicht auch noch eine Folge Bibi Blocksberg oder irgendwas gucken. Auf jeden Fall beende ich den Vlog jetzt an dieser Stelle. Wir sehen uns vielleicht die Woche nochmal wieder, je nachdem, wie ich es schaffe. Ansonsten macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.